Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich habe gerade hab gerade aufgenommen mit dem Gamescreen Recorder und da ist so ein scheiß Greenscreen gekommen. Da habe ich zwei Gratis-Truhen und eine Silbertruhe aufgemacht. Da war zwar nichts Besonderes drin, aber wollen die mich eigentlich verarschen? Ich meine, in der letzten Aufnahme habe ich doch auch damit aufgenommen, es kam kein Greenscreen. Das muss ich mit Mobilzen aufnehmen. Aber ich habe richtig gutes Deck gefunden. Und zwar dieses, ihr seht es hier. Voll das Spammer-Deck. Ich habe gerade habe in der Fehlaufnahme gegen den Ausbilder Zack gekämpft. Und habe ihn 1-0 mit den Kronen abgezockt. Und ich habe am Anfang habe ich die Sperrkobolde, die Kobolde und die Skelettarmee und den Wutzauber gesetzt. Und die haben instant den Tau von ihm gefickt. Ja, heute versuche ich die Kronentruhe zu bekommen. Da muss ich zweimal die 3 Sterne bekommen. Und ja, fangen wir mal an. Gegner suchen, wir haben gleich einen gefunden. Manchmal ist es Glück, eine Karte zu behalten. War gerade ein Tipp. Wir kämpfen gegen, keine Ahnung, irgendeinen Asiate. Und ja, den Wutzauber haben wir gerade nicht. Das ist ziemlich blöd. Setzen wir mal die Feuergeister. Und dahinter die Speuerkobolde. Und den Ofen. Er hat Nein, ach, komm schon, ich hasse dich. Dieser blöde Zauberer. Du kannst mich mal, Alter. Und sein Dings ist tot. Also, komm schon. Da ich das Spammer-Deck habe. Kann ich ja die ganze Zeit Ofen setzen. Öfen. Ja, ich brauche anstatt dem Bomber was Richtiges, zum Beispiel Skelettarmee, ja. Jetzt brauche ich 4, 6, 8 Elixier. Und ein Tau von ihm ist 100%ig down, das weiß ich jetzt schon. Außer wenn er den Sepp hat. Er hat den Päcker, lol, läuft. So, was willst du dagegen machen, ha? Erstmal Sepp setzen, oder? Was willst du tun? Was willst du tun? Verlieren? Das wäre natürlich eine Option. Denn das ist die Todes-Spammer-Taktik. Das sage ich euch. Das ist abnormal, wie schnell ihr da den Turm bekommt. Der Sepp hat so viel Schaden gemacht. Oh! Ofen. Vergeist brauche ich auch nicht. Bombe auch nicht. Kobolde sind okay. Wutzauber, ja. Skelettmee wäre natürlich besser. Da setze ich die Kobolde jetzt. Und dann brauche ich wieder 8 Elixier, wie ich. Oder? Ja, 8 Elixier. Und ein Tau müsste down sein. Jo, nein. Nein, wie blöd bin ich. Wie verdammt blöd. Oder? Ja. Kacke. Als ob. Nein, ich darf nicht gegen so einen Typen verlieren. Der ist einfach nur schlecht. Easy. Good game, Digga. Nicht schlecht. Dann hol der. Ja, ich habe ein gutes Deck. Ich bin halt der Pro. Nein, aber das ist wirklich richtig OP. Wenn man... Warte mal, verbessert sich da irgendwas? Feuergeister Level 4 und sie haben mehr Trefferpunkte. Ja gut. Wie ich gesagt, es sind auch nur 50 Münzen, das gebe ich mal aus. Habe ich Level 2 den Ofen, den Ballon und so, ja, ich kann öffnen, mal die Silbertruhe. Ja, machen wir noch einen Kampf und versuchen nochmal zu gewinnen. Ich suche eigentlich immer viel Glück. Oh Gott, und ich habe schon wieder das Spammer-Dings.
Was willst du tun? Alter. Und sein Tower müsste down sein. Jo. Er hätte wenigstens nicht schlecht sein können, aber läuft bei ihm. Warte mal, ich möchte nochmal spammen. Aber erst Skelett und alles. Was brauche ich? Natürlich. Feuergeister sind Müll. Kann ich mal schnell entsorgen. Die sind gut gegen den, nein! Ja, als ob er den X-Bung hat. Der ist gar nicht so stark, aber... Ja gut, gegen den Baby-Dragon sind die Feuergeister ziemlich gut. Und ich habe zum Teil wieder das Spammer-Deck. Wenn der weg ist, dann kann ich ja setzen. So. Den Wurzel muss ich behalten und die Skelette auch. Da müsste ich eigentlich offen. Nein. Als ob. Feuergeister. Was zum Teufel? Jo, jetzt habe ich es wieder. Jetzt brauche ich wieder 8 Elixier. Dann gehe ich auf 2 Sterne. Mann, willst du mich eigentlich verarschen? Was ist dein Problem, Alter? Was? Häng einfach ein U bei Nivea ran und du hast Niveau. Okay? Nein? Okay. Feuergeister! Ich frag mich aber, warum der X-Bow manchmal volle Leben hat und manchmal nicht. Schon irgendwie lol. Oben. So, damit könnte ich eigentlich auch scammen. Ja, ich kann nicht scammen. Brauche ich aber auch 8 Elixier. Das habe ich jetzt. Jetzt kann ich ihn scammen. Ach, ja, ich und Spam. Wir waren Feinde, aber jetzt mache ich es selber. Haha. Aber die Spammer mag eigentlich eh keiner. Ich meine, sie setzt die ganze Zeit 1000 Einheiten. Und wem gefällt das bitte? Wem? Ja, ein Fetischisten vielleicht. Als ob! Der hat einfach mal alle meine Einheiten bekommen. Skelette. Wutzauber. Nein, ach komm schon. Du bekommst nicht meinen Tower. Das kannst du vergessen. Denn ich bin... der Pro. Der ist auch so ein scheiß Tower-Freak. Warum Ofen? Ich hab doch die Skelette mir ausgewählt. Ey. Schlecht. Gutes Spiel. Ah, diese scheiß Japaner. So einen Kampf mache ich noch und dann würde ich dann beende ich den Part. Können sowieso nicht mehr die Kronentruhe bekommen. Ich spiele gegen Pokigamers SZ. Aus dem Clan Boyo Negro Goro. Wie kann man immer so komisch heißen? Jetzt mal ernsthaft. The fuck? Natürlich bekomme ich Skelett am ersten spät. Läuft. Die scheiß Decke da. Nein! Skelette mich! Ich wollte aber Ist das sein verfickter Ernst? Hat eine Valkyrie? Goddammit!
Nein. Nein, 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 nein. Er hat nicht ernsthaft so viel Scheiße. Das ist ja noch schlimmer als mein Spammer-Deck. Als ob. Schreib gutes Spiel. Gutes Spiel. Schreib gutes Spiel und lach mich nur aus. Nicht nur aus, du Wichser. Okay, du kannst mich mal im Arsch lecken. Ich hoffe, jetzt ist kein Greenscreen. Ich kann die Aufnahme endlich hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder mal so ein Kackpart von mir, was sowieso keiner anschaut. Abonnieren nicht vergessen und ciao.